Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fitchel. Wir befinden uns, ja, unschwer zu erkennen, wieder mal hier auf dem Speed-Server. Ja, der Ganze geht hier noch 11 Tage und 14 Stunden, 23 Minuten, 52 Sekunden, bis das Ganze dann auch schließt hier, ne, bis der Server dann hier geschlossen ist. Und ja, zum Schluss wollen wir hier natürlich live dabei sein in den ja, Top Rankings, um mal zu gucken, wie sich hier so die Leute in den letzten paar Minuten so hin und her streiten, ne? Um die Platz ja, 1 bis 10 Ränge so, ne? Weil da sind ja die Avatare safe und dann bis zu den Top 50 ja, haben nochmal 10 weitere die Chance, random einen zu gewinnen. Ja, warum befinden wir uns jetzt nochmal auf dem Speed-Server? Ne? Weil letztes Mal war ich ja nicht, ja, also ich war ein bisschen demotiviert durch den Bann, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, ja, werde ich ja auch hier auf dem Speed-Server von Shakes & Fidget auch unterstützt. Und ja, ich würde es denn schade finden, wenn man denn schon die Chance dazu hat und ja, sowas denn gestellt bekommt, das denn, ja, und das denn halt nicht nutzt, so irgendwie. Das finde ich halt ein bisschen schade, ne? Und deswegen wollte ich den Account nicht so ganz versauern lassen. Und hatte mir gedacht, ja, man kann ja zumindest ein paar Dungeons kloppen oder sinnlose Pilze rausballern, ja, weil, wie gesagt, das ist für mich ein einziger, ja, Spaß-Fun-Test-Server sozusagen, wo ich alles mal drauf ausprobieren kann, weil der geht eh nur einen Monat. Ich bin sowieso, weil ich ja Creator bin und hier auf dem Server sowieso gesponsert werde, bin ich sowieso von vornherein raus aus der Wertung. Ne? Ich lasse mich, ja, ich komm eh nicht in die Top 50 oder ich bekomme eh kein Bild. Ne? Ja, habe ich zumindest so für mich entschieden. Ne? Die offizielle Regelung gab es da, glaube ich, nie oder so. Ne? Das musste jeder selbst für sich ausmachen, aber hatte ich ja von Anfang an auch so kommuniziert gehabt. Ne? Deswegen, ja, würde ich mal sagen, ja, dadurch, dass das halt eben der Speed-Server ist und wir hier halt, ja, wie gesagt, von Player Games ein bisschen Unterstützung bekommen, macht das Ganze auf jeden Fall nicht nach. Ihr könnt dafür aber ganz gerne meine Videos hier schauen, damit ihr das nicht mit eurem Geld zu Hause nachmachen müsst. Ja, das ist nochmal ein ganz kleiner Disclaimer hier zum Anfang. Ne? Wenn ihr euch das Ganze nicht leisten könnt, dann ja, lasst das bitte sein an der Stelle, ne? Oder macht es zumindest sinnig. So, ne? Ansonsten könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas, ja, falls ihr auf irgendwas Bock habt hier auf dem Speed-Server, weil mittlerweile ist es mir relativ egal, für was ich jetzt meine Pilze hier ausgebe auf dem Account. Wir können, was am sinnvollsten wäre, was ich so überlegt habe, ist, wir könnten die Mine vielleicht ein paar neue Steine skippen, weil ich habe hier Steine dabei, die sind, ja, also ich bekomme hier 428er und so, ne, und hier sind noch viele alte Steine dabei. Ich könnte mir Waffen neue blättern, damit meine Begleiter neue Waffen erhalten. Das ist eine neue zum Beispiel von Marquardt, ne, Kunigunde bräuchte noch eine. Ja, also Waffenblättern außerhalb vom Epic-Event natürlich, ne? Ist klar. Wie gesagt, macht das bitte nicht nach, ja. Ich habe zum Glück das Privileg und kann mir das hier erlauben. Und ja, da wollte ich euch mal fragen, was sollen wir hier machen auf dem Speed-Server, ne? Wir haben noch ein paar Tage Zeit, um genauer zu sagen, 11 Tage noch. Und ihr könnt entscheiden in den Kommentaren, macht mal ein paar Vorschläge. Was sollen wir hier machen? Wollen wir lieber ja, ein paar ja, Steine skippen, wollen wir uns neu equippen, wollen wir im Shop rollen, wollen wir einfach nur Dungeons kloppen, wollen wir vielleicht auch beim Hütchenspieler vielleicht auch mal den machen hier, ja, auch mal 10 Pilze setzen oder so, wer weiß. Können wir alles auf jeden Fall machen. Ich bin hier sowieso ganz, ganz lazy unterwegs. Ich baue mir hier eine übelste Glass Cannon auf. Ja, also das ist auch überhaupt nicht empfehlenswert hier, das Ganze ja, so zu skillen, wie ich das mache. Dadurch, dass ich aber Berserker bin, hoffe ich einzig und alleine auf eine gute Kombination, dass wir viele Hits hintereinander rauskriegen und deswegen scheiße ich komplett auf das Leben. Ich baue hier eine komplette Glass Cannon auf dem Server. Ja, und ich muss sagen, ich finde es einfach, geil. Ja, ich gewinne manchmal gegen Leute, die sind weit, weit über mir. Ich verliere gegen Leute, die sind weit unter mir. Und das ist halt eben dadurch, dass ich halt so eine übelste Glass Cannon bin. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich will es mal machen so. Und
Ja, guck einfach, was bei rumkommt, ne? Und in den Dungeons bringt es mich halt auch, ne? Schaden ist da halt eben auch relativ entscheidend so, vor allen Dingen als Berserker, ne? Der auf seine Kombination angewiesen ist, ist das Ganze natürlich ja auch noch in Kombination ziemlich cool. Ihr seht, ich verliere ziemlich viele Kämpfe hier, ne? Weil ich halt wirklich überhaupt gar nicht konstant bin im Schaden. Ich bin auch nicht sehr hoch von meinen Skills her. Ich könnte mich auch noch skilltechnisch ziemlich heftig verbessern. Ich bin jetzt bei Stufe 340 und ich habe schon ewig lange kein Equipment mehr gehabt oder kein neues Equipment mehr angelegt. Deswegen, ja, bräuchte ich auf jeden Fall mal ein paar neue Items, ne? Es war jetzt gerade Epic-Wochenende. Da war ich aber zum Teil noch gebannt. Den Freitag habe ich zum Beispiel gar nicht spielen können. Erst am Samstag habe ich ein bisschen gespielt. Sonntag habe ich dann ausgesetzt, weil ich halt, wie gesagt, auf den Server jetzt nicht so viel gebe, so, ne, sag ich mal. Und ja, also ich habe halt auch ein paar, also ich werde ein paar Tage auch noch Alu verpassen. Ich spiele das einfach hier nach Lust und Laune, wie ich Bock habe. Und ja, wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Wir sind Stufe 340, haben wir jetzt erreicht zwischendurch mal jetzt hier, ne? Ist ganz nice. Ja, und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar Dungeon-Etagen down, ne? Wenn man hier so schnell Enter spammt, dann sehen die Kämpfe übrigens auch komisch aus, zumindest anders aus als auf anderen Servern. Und ja, mal schauen. Das sind ja alles hier, das sind Geschickgegner. Ich wollte meinen, eigentlich mit einer richtigen Kombination könnten wir durch diesen Dungeon eigentlich komplett durchrasieren, weil hier ja auch viele Magier kommen, die nicht viel Leben haben. Und das ist halt für einen Berserker natürlich besonders cool, ne? Aber da müsste man halt eine gute Kombination schaffen, so, ne? Und wenn man dann den Fight sich anguckt und so eine krasse Kombination dann, ja, sieht, die man quasi nur ja, bei schwierigen Gegnern so sehen kann, weil man, ja, gut, wenn man einen leichten Gegner hat, kommt keine große Kombination zustande, ne, ist klar. Deswegen kommen viele Kombis halt eben bei fast unmöglichen Gegnern zustande. Ich sag mal so 20 plus oder so, sag ich mal, ne, wenn man so eine Kombination hat. Aber auch schon weniger, 10 oder 15 ist auch schon extrem viel, ne? Aber sowas kommt halt eben nur zustande, wenn man halt ordentlich reinpilzt in einen Gegner, der fast unmöglich ist, ne? In einem, der relativ easy machbar ist, ist natürlich klar, entstehen gar nicht so eine großen Kombination. Und das finde ich halt eben auch spannend hier auf dem Server. Das kann man sich auch alles reinziehen, kann man sich alles anschauen. Und ja, können quasi eine hohe Kombi jagen hier, ne? So, mal schauen, die Tesi, wie sieht die denn aus hier? Mal gucken. Die ist down. Ja, die haben wir besiegt. So, plus 13er Ring. Was haben wir denn hier? Plus 23. Haben wir noch einen anderen Ring, der vielleicht noch besser ist hier für Begleiter oder so? Markwart könnte den gut gebrauchen. Ich jetzt, ja, weiß ich nicht, ich brauche den jetzt nicht ganz so dringend. Was haben wir hier? Geschick. Okay. Ja, das hat sich jetzt nicht gelohnt tatsächlich. Mal schauen. Wie sieht es denn aus hier, die Tesi? 5, 6, 7. Okay, einfach mal eine 7er-Kombo. Ja, das meine ich. So eine Kämpfe sind halt geil als Bersi, ne? Und ja, das kann ich mal komplett hier einfach mal ausprobieren auf dem Server. Ich spiel ja selbst keinen Berserker, so. Ich habe ja keinen Main-Berserker oder irgendwie so. Ich habe nur meinen Free-to-Play-Berserker und der, ja, der kommt halt nicht an sowas ran hier, ne? Deswegen, wenn man schon Bersi spielt, dann muss man den auch ordentlich nutzen so. Und da haben wir den nächsten Gegner down. Siehst du, klappt doch, gar kein Problem. Königin Mutter. Was haben wir hier rausgehauen? Mal gucken. 2, 3. Okay, Dreier-Kombo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2. Aber dadurch, dass wir so viel Schaden machen, ne? Oder dadurch, dass wir so eine Glasskense machen, wir halt übelst viel Schaden. Und ja, das ist halt ziemlich nice auf jeden Fall. So, wir gucken gleich nochmal in die Schattenwelt rein. Mal gucken, ob da noch irgendwas liegt. Und ja, ob wir da weiterkommen. Mein Marquardt hat ja eine neue Waffe bekommen. Es wäre cool, wenn wir nochmal irgendwie eine neue Waffe bekommen und die nochmal einen Begleiter geben oder so. Der war fast down. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Den sehe ich noch liegen hier. Auf jeden Fall. Mal schauen. Mal gucken, mal gucken. Der müsste eigentlich in der Theorie. Kann man gar nicht so viel Enter drücken hier. Ich bin auch. Muss auch sagen, ich bin auch jetzt nicht so der geübteste Enter-Drücker. Mal gucken. Da ist er. Mal gucken. Was war das? Was haben wir hier rausgehauen hier? Mal schauen. So. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7er Combo. 1, 2, 3. Okay, viele Crits auch dabei gewesen. Ja, nice, 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 nice. Sehr cool. So, haben wir Handschuhe für Begleiter irgendwie? Oh, plus 71, das lohnt sich schon. Ja. Dann geben wir den mal hier dem Dude. So, Steingewinnung, zack. Es war ein bisschen weniger Rüstung, aber wer braucht schon Rüstung, wenn man Schaden hat, ne? So, mal gucken. Das Hügelbeet hier, Stärkegegner. Ist, glaube ich, jetzt, ja, sehe ich schon. Das sehe ich schon, das wird nichts. So, gucken wir mal hier in der Schattenwelt. Mal schauen, wie es hier aussieht. Hier den Dungeon, den hatte ich auch. Oh! Waren da gleich zwei hintereinander? Ich glaube, das waren gleich zwei hintereinander hier. Nice. So, was haben wir hier? Plus 65. 370. Okay. Oh, da können wir... Ach ja, stimmt. Die kann ich ja nicht umändern hier aus der Schattenwelt. Nehmen wir auch mit rein. Steingewinnung. Let's go. Zack. So, was haben wir hier? Nochmal Stärke. Boah, komm. Steingewinnung. Was soll der Geiz? Zack. Nice. Haben wir direkt zwei gelegt hier. Das ging gut. Ja. Und da sind wir auch schon beim fünften. So, jetzt haben wir Geschick. Die Klorolle hier. Auch ein nices Upgrade hier. Steingewinnung. So. Und jetzt kann man theoretisch auch ja, wieder in die Mine gehen und den Schlüssel suchen für den nächsten Dungeon. Ne? Mal gucken. Aber den werden wir vorher noch hier besiegen. Stärke 25, das lohnt sich jetzt nicht so, da viel zu viel Rüstung minus. Hier geht es tatsächlich, deswegen wechseln wir das mal aus. So, zack, boom. So, jetzt könnten wir in die Mine reingehen. Wir gehen mal in die Mine rein, mal schauen. Mal gucken, ob wir hier einen Schlüssel finden. Ist natürlich auch ganz nice, wenn man hier ein paar Steine noch hier nebenbei bekommt. Das ist ein guter Nebeneffekt. Ich muss aber aufpassen, ressourcenmäßig. Da ist er. Da ist der Schlüssel. Zack, neuer Schlüssel. Ressourcenmäßig sieht es nicht so gut aus. 391, okay. Könnte man auch ändern. 315, 311. Ändern wir die mal hier. So. Ausdauersteine, ja, das sind gute Steine, ne? Aber was will ich mit Ausdauer? Ich bin Glass Cannon, Alter. So, machen wir weiter. Ja, nice, direkt down hier. So geht's voran, so geht's voran, so macht das Spaß. Ja, mal gucken, was die nächste Zeit uns noch so bringt. Und wie gesagt, auch bei der Festung, das nehme ich überhaupt nicht ernst. Alles hier Unterwelt nehme ich auch nicht ernst. Ist mein Fokus hier main auf den Gladiator oder auf den Rest. Ja, Ressourcen ein bisschen, aber ansonsten Gladi hochziehen für die Dungeons. Ist halt wirklich der Fokus bei mir einzig und allein auf die Dungeons. Dungeons klatschen, Level machen und dann früher oder später neues Equipment holen und so. Und ja, das ist so das, wo mein Fokus drauf liegt so. Okay, Edelstein, Sockel hinzufügen. So, Steingewinnung. Wir gehen auf komplett Damage. Ansonsten hätte ich ja auch hier den Ausdauerstein reinknallen können, aber brauchen wir nicht. Wir gehen komplett auf Schaden. Ja, also wie gesagt, Leute, für mich hier der Speed-Server, ja, wirklich nur aus Jux und Dallerei, aus Spaß an der Freude so. Und ja, wie gesagt, ich habe es nur noch mal durch den Kopf gehen lassen. Es wäre schade, wenn ich die Möglichkeit hier so ein bisschen aus der Hand gebe, nur weil ich jetzt eine Woche halt gefehlt habe. Ja, hatte das zum Anfang so ein bisschen meine Motivation runtergezogen, den Server noch weiter zu spielen. Aber ich spiele ja sowieso für mich so. Ne? Ich spiele ja hier nicht aus Wettkampf oder so oder weit oben zu stehen in der Rangliste. Das war ja von Anfang an nicht mein Ziel gewesen. Und ja, das war einfach von Anfang an so, dass ich halt hier Spaß an dem Speed-Server habe. Und ja, das haben wir auf jeden Fall jetzt. Und mal gucken, ja, wie die Reise noch hier so weitergehen wird auf dem Server. Ne? Wir haben jetzt wieder ein paar Level gemacht. Oh, ganz ordentlich eigentlich, ne? Ganz ordentlich Level gemacht eigentlich hier, ne? Nicht verkehrt. So, machen wir einen Stein und ja, dann... würde ich mal sagen, komm, ein bisschen Leben hier. Dann würde ich mal sagen, drehen wir noch das Rad und dann beenden wir gleich das Video hier. Rucksack voll. Das ist nicht so toll. Ne? Wir machen noch ein bisschen Gegenstände zerlegen hier, vielleicht für ein paar Ressourcen, bisschen Metalle und so.
Und ja, die Pets, da gebe ich auch gar nichts drauf hier. Wie gesagt, das ja, mein einziger Antriebspunkt sind halt wirklich die Dungeons und so weit wie möglich im Level aufzusteigen und so. Ich meine, da gehören die Pets natürlich auch irgendwo ein Stück weit dazu, ne? Das ist klar. Aber ja, jetzt so gucken nach dem genauen Tag und so und wann welches Pet erscheint und morgens und abends, ja, oder tagsüber und nachts hier irgendwie die Alu aufsparen und sowas, das ist mir viel zu tryhard. Das ist mir viel zu tryhard, genauso wie der Arena-Manager. Das ist mir auch zu tryhard einfach. Ich weiß, das würde mir auch einen guten Boost geben, so. Aber das sind so die Sachen, da habe ich wenig Lust drauf, tatsächlich. Worauf ich aber Bock habe, ist wirklich Dungeons, Dungeons, Dungeons. Einfach pures Geballere, pures Ballern. Ja, das ist das, da habe ich Bock drauf. Und da könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Worauf habt ihr am ehesten Bock, sag ich mal, auf dem Speed-Server? Was wollt ihr sehen? Lasst es mich gerne wissen. Und dann kann man das auf jeden Fall auch in einem der nächsten Videos auch realisieren und umsetzen. Ne? Die Möglichkeiten sind da und deswegen, warum nicht auch nutzen? Ne? Wäre schade, wenn man das hier einfach so aus der Hand geben würde. So, wir probieren nochmal alles durch und dann war es das aber jetzt erstmal wirklich mit dem Video heute. Ne? Ich werde hier jetzt noch kurz meine Alu durchballern und dann war es das für mich auch heute wieder auf dem Speed-Server hier. Und für das Video soll es das jetzt auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.